denn hier? Ach so, das ist ein Schiff zum Dings. Ich hab mich schon gewundert, was die ganzen Sachen sind immer. Ja, sorry, ich wollte da gar nicht hin. Meine Freunde, da wollte ich gar nicht lang. Hallöchen. Okay, da komme ich nicht hoch. Da komme ich hoch. Komm. Pep. Geht doch. Schön ist, wir haben wenigstens unsere Ausrüstung wieder. Was natürlich sehr hilfreich ist. Gerade wenn es um Entdecken und so geht. Ja, und Vane und der andere Trottel haben es nicht anders verdient, bin ich ganz ehrlich. Sie wollten ja im Grunde nur Macht. Beziehungsweise Befehle erteilen und nicht auf uns hören und so. So, da haben wir nämlich das nächste Gebiet ein bisschen freigeschaltet. Da haben wir Brüllaffen. Da haben wir die Brüllaffe. Und ein Animus-Fragment. Das hole ich mir, glaube ich, als nächstes. Miau. So. Rückstab. Entschuldigung. So, ihr wolltet mich jetzt angreifen. Na komm, greif an. Zack, 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 zack. Erbeuten. Erbeuten. Nichts ist da. Es ist nichts passiert, meine Freunde. Es ist nichts passiert. Einfach mal nichts passiert. Zing. So. Da drüben. Und wir beobachten es einfach mal. Ach, langweilig. Hab in den Hintern geschossen. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wenn, dann lassen wir gleich mal die gleich auf ein Hieb auf Anhieb. Nein, du siehst mich hier drin jetzt nicht. Okay, und tschüss. Hey, 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 alles okay bei dir? Oh, da ist er umgefallen. Der ist von alleine umgefallen. Ich habe nichts gemacht. Erstmal beuten. So. Und zack. Ein Geheimnis von Kingston. Beziehungsweise ich kann ja nachher gleich mal ein bisschen schauen, was hier noch an Lesematerial da ist. Stimmt, kann ich eigentlich grundsätzlich mal machen, ne? Mache ich vielleicht mal die letzten 10, 20 Minuten mal die ganzen Sachen ein bisschen vorlesen, was wir noch aufgesammelt haben. Ich weiß, für manche wird es dann langweilig sein, aber es gehört halt zum Spiel dazu und ich finde, man sollte allein das Detail auch berücksichtigen,
wie detailreich die das gemacht haben, alles. Ich meine mal, die haben nicht umsonst uns hier sich hingesetzt, hey, gesagt, hey. Hallöchen. Okay. Alles klar, alles chillig. Alles chillig. Was macht der denn da rum? Naja. Ich klau mir erstmal den Schatz. Oh oh. Nein, nein. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Zack. Hä? Wer wirft denn eine Bombe? Ich wollte gerade schon sagen. Bomben werfen ist aber nicht nett. Ich warte hier einfach. So. Ich weiß, Chianti ist... Richtig so. Kurz Nächte. Ein Kurier. Da drüben. Den Kurier da drüben mir holen sollt. Ah, das Problem ist Chianti, ne? Scheiße, 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 scheiße. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Doof gelaufen für dich. Wir plündern ihn mal. Ja, Entschuldigung. So, das nächste, was wir hier in der Nähe haben, wäre halt dieses Chianti. Das Problem ist, es fliegt ja weg, sobald man zu nahe kommt. Deswegen muss ich gucken, wo genau liegt das Chianti drauf. Auf den Ast, ne? Genau über dem... Genau über dem...
komischen Ast, der da, da ist, ne? Und da haben wir das Chianti auch. Das ist schön. So, heieiei, ist ja noch einiges hier. Auch die Assassinen und Templerjagden. Hier ist eine Templerjagd. Die Assassinen und Templerjagden mache ich auch erstmal offscreen. Beziehungsweise Templerjagd kann ich ja auch onscreen noch machen. Das ist ja nicht das Problem. Nur die Assassinenaufträge, die werde ich dann offscreen machen. Weil es ist ziemlich umfangreich und wenn ihr mal bedenkt, wir sind jetzt schon über, was, über 60, Folge 60 oder so rüber. Und wir haben kaum was entdeckt, deswegen würde ich da vieles auch offscreen machen. Gerade auch, weil, ach, da, scheiße, da ist auch die Nebenmission. Aber ich glaube, die muss ich ja sowieso starten. Um dass sie startet, sage ich jetzt mal. Ich muss sie starten, damit es sie startet, ja. Kissan, du bist. Ach, komm her. Hier, pen ein. Gute Nacht, ne? Gute Nacht. Vorsicht. Und let's go! Und da haben wir sie, die nächste Chianti. Und da haben wir auch den gleichen Animus Fragment und einen Gegner. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Oh, Entschuldigung. Ich muss aufs Dach und dann runterspringen. Hm, komm. Oh, es wird Nacht. Gott. Hilfe, es wird Nacht. Hä? Wie soll man da denn dann rankommen? So wirklich. Der jumpt ja zu weit. Doch zu ist doch nervig. Der jumpt so weit. Müsste man weiter von hier drüben, um dann da in die Richtung irgendwie. Ja, genau. Dachte ich es mir doch. Ja. So, da hätten wir das nächste. Autsch. So, da oben werden der nächste. So. Wie gesagt, ich würde dann nämlich offscreen ein bisschen leveln, beziehungsweise die ganzen Sachen sammeln. Damit wir ja mehr Geld und Material zur Verfügung haben, um halt sowas zu machen. Zack. Und tschüss. Danke. Jetzt einmal hoch. Tipp, 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 tipp. Und fallen lassen. Gut. Und wir synchronisieren. So. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt anfangen wollen zu lesen. Weil es interessiert mich mal. So, hier, ne? Datenbank müsste das gewesen sein. Genau, Animus Datenbank. Chianti. Was haben wir denn Schönes? Charlie Man, Drunken Sailor,
Drunken Sailor, Fish in the Sea, Harley Harley Ho, Homeward Bound, Johnny Boker, Leave Her Johnny, Lowlands Away, Paddy Doyle's Boats, Petstuf's Farewell, Randy Dandy O, Roll and Go, Roll Boys Roll, Roller Bowler, Alter, diese Namen, ne? So Early in the Morning, Storm Marlon, John, The Rio Grande, The Sailing Boat, Malarkey, The Wild Goose, The War's Old Ship, Where Am I to Go, Johnny's, Whiskey Johnny, Weigh Me to Sienna. Okay. Das sind so die Lieder, die ja unsere Crewmitglieder immer so schön mitsingen. Dokumente, Manuskripte, so, das alles haben wir ja alles hier schon. Nee, warte mal. Anscheinend noch nicht. Okay. Intro. Was? Introductio Geographica. Ein Bild eines Jakobsstabs aus dem Werk Introductio Geographica von Petrus Appianus gehörte einst zur Sammlung von Peter Beckford. Genau, das andere alles hatte ich, glaube ich, alle schon. Briefe haben wir keine neuen. So, Menschen. Hier. Calico Jack Rackham. Ja, kleine Ratte, die Adewale und Mart, sage ich jetzt mal, den kennen wir ja auch schon. Anne Bonny, das ist doch hier die, ist das die Wirtin? Genau, das ist die Wirtin, glaube ich, bei uns. Haben wir sonst noch jemanden? Aha, Edward Black Beard Teach, gestorben 1719 North Carolina. Wir sind uns relativ sicher, dass der von verschiedenen Quellen auch Teach und so weiter genannte Edward Teach in der Nähe von Bristol geboren wurde und schon als mit jungen Jahren zur See fuhr. Erstmals vermutlich als Teenager. Es wird auch spekuliert, dass er recht bald nach seiner Abreise aus England in der Karibik landete. Wenn das wirklich der Fall war, hätte Teach dort einen Teil der spanischen Erbfolgekriegs mitbekommen. Ein lang anhaltender Konflikt, an dem die meisten europäischen Großmächte beteiligt waren, bei dem die Briten gegen Royalisten in Spanien und Frankreich kämpften. In diesen frühen Jahren von 1700 bis 1713 wäre er dann vermutlich ein Freibeuter oder zumindest ein seefahrender Händler gewesen und hätte im Dienst der ihrer Majestät gestanden, damals Queen Anne. Doch als Europa mit dem Frieden von Utrecht im Jahre 1713 zur Ruhe kam, wurde Teach und seine Kameraden vermutlich arbeitslos und fanden sich noch dazu weit weg von zu Hause wieder. Sie wandten sich deshalb höchstwahrscheinlich der Piraterie zu, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In den folgenden Jahren freundete sich Peach mit einem Kapitän namens Benjamin Honeygold an. Ach ja, Honeygold. Und heuerte irgendwann zwischen Ende 1714 und Anfang 1716 auf dessen Schiff als Quartiermeister an. In den folgenden Jahren
freundete sich Teach mit Ahoy, me hearties, it's time to begin to tell the story of a man who sailed into battle for glory and metal, slaying.